Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dizzy geht seine Steam-Bibliothek durch, um zu gucken, ob da witzige Spiele dabei sind, die er irgendwann mal spielen kann. Und heute spielen wir da Torum. Das nette Spiel heißt Torum. Torum gibt's leider bisher nur auf... Moment, Englisch und Portugies? Weil es meines Wissens nach aus Brasilien kommt und da sprechen die Leute Portugiesisch. So, Bildungsauftrag schon mal erfüllt. Heißt, ja leider kein Deutsch, aber so richtig viel Text in diesem Spiel gibt's auch nicht. Deswegen alles easy. Es ist ein Roguelike-Spiel mit random Sachen und Endbossen etc. Es gibt mehrere Charaktere. Moti ist der Hauptcharakter. Das ist so ein kleiner Hase, der eigentlich recht süß ist. Mit so einem süßen kleinen Zylinder. Dann gibt es noch den Quickie, den werde ich jetzt spielen, weil das scheint irgendwie so ein Magier zu sein. Keine Ahnung, was das für ein Tier sein soll. Ob das jetzt ein Fuchs ist oder irgendwas anderes. Wenn ihr eine Idee habt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Und noch weitere. Cool, oder? Also man kann richtig viele Charaktere hier freischalten. Wir spielen heute auf jeden Fall, wie hieß der? Quickie. Quickie spielen wir. Und let's go. Oh, es hätte eine Cutscene gegeben? Cutscene gucken wir uns natürlich an. Das bin ich gar nicht. Ich bin doch Quickie. Es war einmal ein fröhlicher Buddy. An einem glücklichen Tag ist er eingeschlafen. Und dann ist er aufgewacht, denn er wurde entführt. Und plötzlich war Moti in einem ganz anderen Ort. Da gab es blaue Schleime. Und er hatte plötzlich einen Zylinder, einen Umhang und ein Schwert dabei. Wow, das war die Cutscene. Alles gleich, bin ich mal Moti, also war die nicht mehr auf mich zugeschnitten. Moti hätte nämlich ein Schwert gehabt. Jetzt sind wir allerdings ja Quickie. Und Quickie hat einen coolen Laserstrahl. Das könnte auf jeden Fall netter sein. Wir sehen aber oben links schon, es gibt Mana. Heißt, man muss aufpassen und kann nicht die ganze Zeit spammen. Was bist du? Eine Pinata. Cool. Man kann nachgucken, was man hat. Man hat eine Karte. Man hat ein Inventar, in dem anscheinend nicht unendlich viele Items drin sein können. Aber eine Pinata, die zum Beispiel macht, dass rare Items in den Shops erscheinen. Das ist doch ganz nett. Ansonsten kann man rumlaufen. Hier gibt es komische blaue Schleime, die wir eben schon im Intro gesehen haben. Ich habe das Spiel auch kurz angetestet. Bin zum ersten Boss gekommen. Da war das ein Santa Claus. Er hieß nur anders, aber an sich war das ein Weihnachtsmann und der war sehr, sehr stark. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob dieses Spiel sehr fair ist oder nicht, weil so richtig was gegen den tun konnte man nicht. Aber werden wir einfach sehen, wir nehmen hier alle Sachen mit. So wie ich das mitbekommen habe, sind die, aber der ist auf jeden Fall schon sehr viel stärker. Die Münzen sind nicht allzu wichtig, es sei denn, man möchte in den Shops einige Sachen kaufen. Es gibt pro Ebene mehrere Shops, das habe ich schon rausbekommen. Ich finde die Kamera sehr, sehr merkwürdig, weil die... ein bisschen merkwürdig ist. Ansonsten muss man immer nur rumjuggeln mit den Gegnern. Es gibt viele verschiedene Gegner. Das ist alles random. Deswegen ist das ja auch ein Roguelike. Das heißt, die Räume, Hilfe, sind nicht immer dieselben. Und die Gegner, die da drin sind, natürlich auch nicht, etc. Hier sehen wir zum Beispiel schon einen anderen Gegner. Das war ein... Was war das? Ein Ritter? Ein blauer Ritter. Und wir kriegen ein Swordhandle. Achso, genau, man kann... Okay, das bringt mir noch nicht so viel, weil vielleicht kann man damit irgendwie ein anderes Schwert zusammencraften. Das kann natürlich sein. Genau, das ist nur dieses Unterstück von einem Schwert, ne? Lol, vielleicht finden wir jetzt noch ein... noch ein Schwertstück oben, also das Metallstück. Da könnten wir uns ein krasses Master Sword craften. Das wäre doch cool, wenn es hier ein Crafting-System gäbe. Man kann allerdings zwei Schwerter, also zwei Waffen mit sich führen. Das heißt, wenn wir hier noch irgendwo ein Schwert finden sollten, dann kann man immer mal ein bisschen umher switchen, je nachdem. Aber wir gucken jetzt mal, ob wir irgendwie einen Shop finden oder den Boss. So wie ich das bei meiner Testrunde mitbekommen habe, ist der Boss meistens sehr, sehr weit weg und man wird erstmal alles andere davor gemacht haben. Und ansonsten ist das ein ganz normales Roguelike. Man kennt es aus anderen Spielen wie... Zum Beispiel gibt es da... Jetzt fallen mir keine ein. Blazing Beaks. Aber Blazing Beaks ist wahrscheinlich sogar noch ein bisschen spannender. Isaac. Oder auch Spiele wie... Enter the Gungeon. Nee, Gungeon. Da meckern mich immer alle Leute an, dass ich Gungeon sage. Obwohl das natürlich Gungeon heißt. Oder auch... dieses eine andere Spiel. Nuclear Throne. Oh, Nuclear Throne könnte ich auch mal wieder spielen. Das war ein tolles Spiel. Das hat richtig viel Spaß gemacht. So, und hier haben wir noch einen Special-Raum, nämlich ein weiteres Bett. Und mit diesem Bett kann man sich hin und her porten, wenn man Bock zu hat. Oh, und hier habe ich schon den Boss. Hey, wieso kam denn der Boss diesmal so schnell? Ich werde den Boss aber nicht probieren. Aber wir wissen schon mal, wo er ist. Ich möchte zumindest noch eine zweite Waffe haben. Oder irgendwie anders stärker werden. Man kriegt nämlich auch allgemein neue Items, wenn man hier so ein bisschen rumläuft und ein bisschen Glück hat. Wir müssen zumindest mal in den Shop reingucken, ob wir da irgendwas Cooles finden. Ja, und die bringen dann halt immer so komische Perks, wie man das aus anderen Spielen kennt. Hui! Aber ein Shop muss schon dort drin... Ja, guck mal hier! Hier war doch richtig geil, richtig viel Geld. Oh ja, lecker. Oh, gib mir das alles. Oh, das ist richtig cool. Wie auch immer der Bildschirm dabei wackelt, das riecht toll. So, und hier haben wir noch eine Gasmaske. Nice. Ich guck mal bei allen, was das so macht.
Gives immunity to Woot. Cool. I've got no Woots in my head. Oh. Hier, das ist ein Shop. Der sieht ein bisschen aus wie so ein Gorone aus The Legend of Zelda. Oder bin vielleicht ich der Shopkeeper? Nein, ich bin's nicht. Ich wollte das nur mal kurz machen, weil ich nehme jetzt mal meinen VTuber ein bisschen anders auf als sonst. Dass ich ihn frei umher bewegen kann und ich nehme ihn auch ohne Hintergrund auf. Das ist ganz, ganz toll. So, wir haben 170 Münzen. Wir könnten uns ein cooles Schwert holen oder aber einen Boomerang. Ein Boomerang klingt sehr gut. Kaufen wir uns einfach mal. Hui! Geil. Das... Nee. Okay, ich dachte, der hat irgendwie so ein Auto-Aim, aber hat er leider nicht. Aber ja, jetzt haben wir halt hier unseren komischen Stab, mit dem wir rumschießen können. Und unser Boomerang. Und, was ich schon immer mal ausprobieren wollte, ob man den Shopkeeper irgendwie angreifen kann. Oder ihn vielleicht bestehlen kann. Auch nicht. Oh, doof. Bei anderen Spielen, wie zum Beispiel Enter the Dungeon oder auch Blazing Beaks. Da kann man die Shopkeeper bestehlen. Die mögen das zwar nicht, aber man kann's. Aber wir können ja mal Boomerang ausprobieren, ob er vielleicht richtig krass stark ist. Der hat auf jeden Fall Piercing-Shots, das ist nicht schlecht. Guck mal, der geht einfach durch die Gegner durch. Aber so richtig geil treffen kann man damit auch nicht. Ist aber geil. Guck mal, du kannst ihn halt einfach spammen, jedes Mal, wenn du ihn wieder hast. Und er trifft mehrere Gegner. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Was gibt's sonst noch zu erzählen zu diesem Spiel? Es heißt Torum, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Es kostet 9,99 €. Deswegen muss man das, glaube ich, nicht in der Steuererklärung angeben, wenn man es geschenkt bekommt als Influencer. Ich hau hier die Infos raus, Leute. Die Infos. Ja, egal. Komm, wir haben jetzt alles. Oder? Ja, wir haben eine Pinata dabei. Leute, wir haben doch eine Pinata. Was soll schon passieren? Ist wahrscheinlich richtig dumm, wenn ich jetzt zum Boss gehe. Aber wir haben Boomerang und eine Pinata. Let's go. Ich bin sehr gespannt, ob das derselbe Boss... Ja, es ist wieder Santas Haus. Santas Haus. Du bist so sass. Du bist so sass, ey. Okay, so, hier. Letztes Mal habe ich ihn nicht besiegt, weil der ist richtig weird. Guck, er macht so richtig komische Attacken. Und ich weiß... Ah, warte mal, der Rote ist er. Jetzt raff ich einiges, aber... Ich weiß aber nicht, wie man den ausweichen soll. Ich glaube, bei dieser Phase kann man tatsächlich gar nichts machen. Er hat gleich noch eine andere Phase, wo er da in die Mitte kommt und dann richtig assige Attack macht. Oh, das kenne ich noch nicht. Das kenne ich noch nicht. Was tut er? Aber wir können ihn mal ein bisschen angreifen. Das ist doch gar nicht so schlecht. Wir machen halt gar kein Damage. Ich spiele übrigens auf normalen Schwierigkeitsgrad. Ah, und ich habe schon bei den... Oh mein Gott, was ist hier los? Ich habe schon bei den Rezensionen zu diesem Spiel gelesen, dass dieses Spiel ein bisschen unfair sein soll. Cool, ich habe keinen Mana mehr. Mega nice. Selbst auf normalen Schwierigkeiten, also auf leichten Schwierigkeitsmodus, soll das auch schon zu schwer sein. Junge, übertreib doch nicht gleich. Was ist das für ein komischer Typ? Ich werde den schon wieder nicht besiegen. Meine ganzen Heilungsdinger sind... Ja, einmal noch getroffen werden. Das ist so assig. Was soll man denn alles bekommen, um den irgendwie zu... vernichten. Aber warum spiele ich dieses Spiel? Weil es natürlich bei meiner Steam-Bibliothek war. Es sah wieder cool aus. Ich mag ja allgemein diesen Pixel-Stil. Aber so richtig viel macht dieses Spiel dann halt doch nicht. Es macht halt alles, was so für ein Roguelike irgendwie normal ist. Es macht aber nichts besonders, außer dass vielleicht der Boss ein bisschen merkwürdig aussah mit diesen komischen Center Claws. Ich würde halt gerne mal andere Bosse sehen, ob die dann auch so crazy drauf sind. Ansonsten erinnert mich das an... Wie ist das? Wizard Lizard. Wenn ihr das Spiel kennt, das habe ich auch relativ viele Folgen zu gemacht. Fand ich eigentlich auch nett, obwohl es auch nicht so richtig viel gut gemacht hat. Aber ich habe es trotzdem relativ viel gespielt. Das ist ein bisschen merkwürdig. Meine gelesen hat zu haben, es gibt nur so 40 oder 50 verschiedene Items, die dann nicht mal synergieren. Also das ist ja schon immer schwierig, wenn man irgendwie zum Beispiel Isaac gewöhnt ist, wo halt alles Mögliche synergiert. Und man weiß immer nicht, was das macht. Aber das ist wieder cool, weil das ist dann auch wieder wie bei Isaac. Ein Topaz Necklace. Cool. Den nehme ich mit. Der klingt sehr interessant. Ja, komm. Horseshoe auch. Wir nehmen einfach alles. Ja. Yeah. Double the chunks of enemies dropping equipments. Oh, das ist auch... Oh. Oh, können wir jetzt mehr Equipment uns holen? Das wäre natürlich der Wahnsinn, wenn wir hier jetzt ganz viele Gegner töten und die dann einfach ihre Equipments dabei haben. Was könnte denn so ein blauer Schleim dabei haben? Sind die nicht einfach nackt? Ja, die haben auch nichts. Die haben ein bisschen Geld. Weiß ich gar nicht. Warum töten wir die denn überhaupt? Weil die auf uns zuhüpfen? Vielleicht wollen die uns ja eigentlich nur umarmen. Keine Ahnung. Und wir töten die einfach. Voll assig, wir kommen hier in diese Welt rein und gehen einfach davon aus, dass blaue Schleime böse sind. Damit können die einfach nur lieb sein und einen, ja, umarmen wollen. Oder den Lebenssaft aussaugen wollen, was ja auch ab und zu nett ist. Also ich kenne einige Leute, die mögen es, wenn man ihnen ihr Lebenssaft aussaugt. Von dem her, keine Ahnung. Wir kommen hier rein, wollen alles töten. Wieso ist denn hier jetzt schon wieder ein Boss? Beim mini-kleinen angezockt, da habe ich den ganz, ganz spät erst gefunden. Es gab richtig viele Räume. Und jetzt kommt er hier einfach immer instant. Nö, wisst ihr was? Wir machen diesmal die Ebene vollständig. Guck mal, hier sehen wir auch noch neue Gegner. Zombies, die wahrscheinlich richtig den krassen Web hören oder so. Oder was ist... Was hören denn tote Leute? Heavy Metal. Heavy Metal hören die bestimmt.
Oh, noch mehr neue Gegner. Cool, guck, hat sich schon gelohnt. Jetzt seht ihr hier ganz viele neue Gegner. Ist das nicht super toll? Die versprühen komische Schneebälle oder so. Ich glaube sogar, wenn die einen treffen, dann wird man verlangsamt. Ja, ja. Wisst ihr, was dieses Spiel gut getan hätte? Also es kostet nur 10 Euro, klar. Da kann man, glaube ich, auch nicht so viel erwarten. Aber irgendwie so eine Superattacke. Dass man irgendwie einen super Feuerball oder sowas zum Beispiel jetzt mit unserem Stab hier machen kann oder sowas. Das wird das schon sehr viel aufbessern, weil jetzt, momentan, ist ja der Status einfach nur, die Gegner sind in der Mitte, du läufst um die rum und knallst sie aus der Ferne ab. Und viel mehr ist das nicht. Dann hoffst du noch, dass du irgendwie eine coole Waffe bekommst und vielleicht auch gute Ausrüstung, dass du den Boss besiegen kannst und das war's dann. Mana Flower, das klingt gut. Magic Glove klingt auch richtig gut. Oh, ist das... Nee, Mana. Und dieser Magic Glove macht bestimmt unsere Magieattacken besser. Hallo, da bin ich wieder. Ich hätte gerne diesen Magic Glove. Thank you. So, ich glaube, dann sind wir aber gut aufgerüstet, oder? Guck, wir haben hier einen Magic Mushroom. Richtig, der Drogen-Junkie. Dann Mana Potions Heal Twice. Okay, das ist scheiße. Und je mehr Mana du hast, desto höher ist deine Mana-Regeneration. I can ask question. Ist auch nicht so schlecht, aber jetzt auch nicht so geil. Ich hätte lieber, dass meine Attacken mehr Damage machen, wenn ich ehrlich bin. Und wir gehen nochmal zum Boss, der hoffentlich ein anderer Boss ist. Hallo, wer sind Sie diesmal? Immer wieder das Hunters Haus. Ja, natürlich. Wo ist denn deine Soße? Hä? Zeig mir deine Soße. Ich werde ihn doch dieses Mal nicht vernichten, weil ich einfach nicht raffe, was man gegen ihn machen soll. Okay, warte. Ich gehe jetzt mal ein bisschen, aua, mit Taktik daran. Und zwar werde ich einfach einem ausweichen, bis er in die Mitte kommt. Und da dann verrecken. Ich glaube, das ist schlau. So. Ach, guck mal, der Rote greift doch immer nur an. Ah, das war mir nicht bewusst. Pau, pau, pau. So, und jetzt muss man ja eigentlich nur achten, dass von oben diese Geschenke kommen. Und man darf einfach nicht in die Geschenke reinlaufen. Das ist doch eigentlich einfach, oder? Das ist doch eigentlich super easy. Eigentlich super easy. Komm, dieser kriegen wir ihn tot. Die Attacke ist mega assig, weil alles mögliche explodiert. Das ist... Oh mein Gott, ja, er hat mich einfach gehittet. Alles klar. Aber diesmal kriege ich dich. Diesmal... kriege ich nämlich viel mehr Mana als beim ersten Mal. Und der ist wieder weg. Cool. Da oben haben wir Leben. So, immer nur auf den Roten achten. Aber er hat mich trotzdem gehittet. Wo ist der Rote da oben? Oh, das ist voll assig. Warte, kann man da... Nee, kann man auch nicht. Man kann auch nicht da durch jumpen, wie zum Beispiel bei Enter the Dungeon. Da könnte man ja einfach immer... mit seiner blöden Rolle überall durchgehen. Come on, ich will den jetzt einmal vernichten. Ich möchte sehen... ob es eine zweite Ebene gibt oder ob sie diesen Boss einfach schon so schwer gemacht haben, damit man nie in die zweite Ebene muss. Haben sich gedacht, ja, das langt ja. Kommt ja eh keiner so weit. So, unten rechts, oben rechts. Wo ist der echte? Da oben links. Man kann natürlich trotzdem versuchen, ihn hier so... Ah, nee, beim nächsten Hit bin ich schon wieder tot. Cool, cool. Nee, ich warte einfach, dass er in die Mitte kommt. Und dann greife ich ihn an. Aber ich bin jetzt wahrscheinlich eh wieder tot. Die Attacke ist gar nicht so assig. Wenn man erstmal gerafft hat, was sie genau macht. Come on, come on, come on. Ich hab zwar nur noch einen Hit. Komm schon, komm schon. So viele Leben hast du jetzt auch nicht. Okay, okay, okay. Ja, okay, so schwer ist er gar nicht. So schwer ist er gar nicht. Du bist gar nicht so schwer. Wenn man dich einmal raus hat, bist du gar nicht so schwer. Jetzt stirb doch bitte. Ich möchte sehen, ob man dadurch irgendwelche coolen Items oder so bekommt. Ja, gut, dass er diese Attacke macht. Wow, ich hab den echt besiegt. Okay, damit hätte ich niemals gerechnet. Okay, also man kann tatsächlich besser werden in diesem Spiel. Wir kriegen ein Center Stuff. Alter. Wow. Guck mal, was der Keiles kann. Oh Mann. Jetzt möchte ich aber schon rausfinden, was es so für... Growth. Errungenschaft freigeschalten. Was es so für tolle Waffen gibt und so. Seht ihr gar nicht, ne, dass ich was freigeschalten habe. Das ist ja sad. Aber ich habe eine Errungenschaft freigeschalten. Und hier gibt es... Knockback Tonic Water. Nice. Zweite Ebene. Mit ganz neuen Gegnern. Damit hätte ich ja nicht gerechnet. Mit ganz vielen... Wie ist das Pokémon? Bibor. Guck mal, man könnte sogar in die alte Ebene wieder zurück. Okay, das ist cool, dass die Welt dann so zusammenhängend ist. Ich habe ein bisschen Angst. Der Center Stuff scheint überhaupt gar keinen Mana zu verbrauchen. Wieso können diese Slimes hier plötzlich angreifen? Okay, ihr seid keine lieben Slimes. Bei den blauen Slimes, den habe ich doch abgekauft, dass sie vielleicht ein bisschen lieb waren. Aber ihr seid ja mörderisch und doof. Okay, wir haben jetzt einen Stab, der zwar Mana verbraucht, aber wir holen uns so schnell Mana wieder, dass wir einfach spammen können. Ach, guck mal, hier haben wir sogar ein neues Schwert. Dann seht ihr auch mal, was man mit dem Schwert machen kann. Also man kann immer nur zwei Waffen tragen. Und das Schwert, oh, das ist sogar recht schnell. Das ist ja cool. Hat halt eine super geringe Reichweite. Müsste dann aber auch stärker... Nee, guck mal, es ist nicht mal stärker. Es ist nicht mal stärker als dieser blöde Stab. Das ist doch echt dumm. Aber dafür kann man den halt sehr, sehr viel spammen.
Aber ja, Schwerter dieses Spiel sind nicht so cool. Also wenn ihr dieses Spiel spielen solltet, dann empfehle ich euch auf jeden Fall eine Fernkampfwaffe. Das macht das alles sehr viel angenehmer. Wir können ja mal ausprobieren, ob wir mit dem Schwert hier irgendwas hinbekommen, aber ist halt assig, wenn die Gegner einen dauernd angreifen. Und an sich macht man trotzdem genau dasselbe wie beim Stab. Ah, ich bin doch besser als gedacht. Aber da ist die Chance natürlich viel, viel höher. Oh, was seid ihr denn für Wesen? Irgendwelche Ninjas! Keine Ninjas! Seid ihr... Sind das einfach diese Skelette, die sich den Bandana umgesetzt haben? Und ein... Oh, mit ihren... Mit was greifen die denn an? Mit Knochenpfeilen. Sehr, sehr witzig. Oh mein Gott, oh mein Gott! Okay, ich bin tot. Da kam zu viel Stuff. Und das war's auch schon. Und dann fängt das einfach neu an, wenn man stirbt. Ja, cool, oder? Okay, aber für einen kleinen Eindruck von diesem Spiel sollte das gelangen haben. Wenn euch das Spiel interessiert, in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu Steam. Und dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Euer Dizzy!